Ja, heute ist der 20.06., also nach großem Lockdown. Das ist zum ersten Mal, dass wir eine Ausstellung realisieren. Und selbstverständlich nach gewisser Zeit, wenn wir dann eigentlich auch also unsere Aktivitäten wieder fortsetzen, finden wir es auch so also gut. Wir haben absichtlich in unsere Galerie ganz begrenzt Leute eingeladen, dass wir dann auch die Regel halten und damit dann eigentlich auch also nicht der Kulturaustausch oder die kulturellen Ausstellungen außer Acht auch so also lassen. Ich denke, das ist auch also ein sehr wichtiges Zeichen, dass Kunst verbindet. Kunst macht ja soweit dann den Weg auch also frei, und in dieser Hinsicht finde ich es auch so also gut, dass wir heute diese Ausstellung mit diesen drei chinesischen Künstlern gemacht haben. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass diese Ausstellung zustande gekommen Ich freue mich, das erstmal in dieser Galerie auszustellen. Hintergrund ist so, diese Galerie seit jahrelang vertrieben, so zeigte verschiedene Länder Künstler zu internationalen kulturellen Austauschen. Und ich komme aus China, lebe ich über 30 Jahre in Deutschland. Ich bemühe mich auch intensiv zwischen diese beiden Länder kulturelle, künstlerische Austausche. Deshalb, das passt zu meiner auch diese Richtung, was ich jahrelang arbeite. Und mit diesen Künstlern Zhong Biao und Chen Zhiguang zusammen Ausstellung machen. Das ist der Hintergrund. Die beiden Künstler kennt ich seit Jahren hier und in China. Und ich finde, ich schätze die beiden künstlerische Arbeiten und gerade auch zurzeit in deutsche einige Museen werde gezeigt. Deshalb ich finde, das ist eine ganz gute Gelegenheit, während der jetzigen Zeit die zusammen als eine Gruppenausstellung zu präsentieren. Und Hintergrund Corona, diese Virus-Zeit, ja. Und ich finde gerade diese kulturelles Austauschen darf nicht blockiert werden. Auch Menschen sollten immer weiter von verschiedenen Ländern kulturelles Austauschen weiter intensiv stattfinden. Das ist, finde ich, wichtige Ziel und Bedeutung in dieser Zeit, was wir so macht und warum wir chinesische Künstler in Deutschland, in wichtige Stadt von Hamburg auch hier zu zeigen. Ich würde sagen, das ist ein idealer Ort für Galerie, für diese Galerie. Das ist also drei Künstler aus China. Das ist großartig, gerade in dieser Zeit, wo man denkt, durch Corona wird alles auseinandergerissen. Hier, das zeigt, wir sind eine Menschheit. Und ich glaube, Sie haben immer davon gesprochen, von der Weltsprache der Kunst. Ich glaube, es entwickelt wirklich so etwas. Die Eindrücke sind zunächst befremdlich. Die Ameisen als Kunstwerk, aber es ist eine andere Zeichensprache und es ist eine tiefst humane Zeichensprache. Also das Wunderbare an den Bildern von Rond, in den Kunstwerken, an den Installationen ist diese Verbindung von Mensch und Pflanze. Man fühlt sich sozusagen als Baummensch, als ein Stück Natur, hat eine ganz enge Verbindung zwischen Mensch und Natur. Das ist auch dann höchst aktuell, dass Umweltfragen, Naturfragen sind ja die Überlebensfragen der Menschheit. Und man hat eine Kunstsprache entwickelt, um die, also das, ja, das in die Zukunft hineinweist. Das finde ich ganz großartig. Ich finde wunderbar für diese Galerie, dass es sozusagen programmatisch gehört, dass in die Konzeption dieser Galerie. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung heute hier zu dieser Ausstellung. Wirklich eine Ausstellung, die unterschiedlichste Bereiche berührt. Der erste Raum, der Künstler Biao, glaube ich, heißt er. Fantastische Farben, die er kombiniert mit
ja, modernen Einflüssen, aber auch dementsprechend dann Tierwelten, die er immer mit hineinbringt. Ganz fantastische Werke. Und hier, wenn wir jetzt in diesem Raum stehen, sehen wir mehr diese ja, Papierschnitte von dem Herrn Huang, aber auch dort hinten dann diese Bleistift- oder Tuschezeichnungen, sehr vielfältige Kunstwerke. Auch sehr interessant zu sehen, wie die westlichen Einflüsse wirken und China als Markt immer interessanter für die Kunstwelt. Interessant zu sehen, wie viel Talent auch dort vorherrscht. Und für uns, die westliche Welt, die jetzt noch nicht so viel Berührung vielleicht hatten mit China, ist auch ein ganz wichtiger kultureller Austausch auch, der hier geboten wird. Ich glaube, dass es immer wichtiger wird. Es gibt ja immer mehr Globalität und immer auch mehr Menschen, die, sagen wir mal, Europäer, die in China wohnen, aber auch Chinesen, die in Europa wohnen. Und immer mehr tauschen sich Menschen aus, auch mit Hilfe des Internets. Heutzutage gibt es Kommunikation auf allen Wegen. Und ich glaube, dass die chinesische Kunst immer mehr ja, interessanter wird oder beziehungsweise auch an Bedeutung gewinnen wird, weil doch diese Kulturen gegenseitig sich befruchten, Unterschiede bieten und Menschen füreinander Interesse haben, sich zu verstehen. Und ich glaube, um sich zu verstehen, sind diese kulturellen Austausche von ganz enormem Wert und Bedeutung. Ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Also komplett neue Eindrücke, komplett neue Art von Kunst und Struktur. Und ich freue mich sehr, vor allem aus diesem asiatischen Raum mal Eindrücke zu bekommen, wie die die Kunst sehen und gestalten. Und wir haben zwei sehr unterschiedliche Künstler, einer der Bilder, Landschaften und Menschen kombiniert und einer der eher mit Papier arbeitet und dort eine Mischung aus Blumen und eher Fantasie, Menschen oder Gestalten baut. Und ich bin sehr begeistert. Vor allem aus dieser Art Kunst kann man sehr viel interpretieren. Das ist nicht gleich auf einer Hand absehbar, was er meint. Und sehr gespannt, vor allem auch, was die gerade erleben. Aus dem Nichts ganz viele neue Strukturen. Sie bauen aus dem Nichts komplett eine neue, moderne Welt in ihrer Heimat. Und dort verändert sich sehr viel. Bei ihnen auch sehr viele westliche Eindrücke aus unserer Welt. Und das merkt man auch, wie die sich Gedanken machen über ihr Leben, über ihre Vergangenheit, wo sie herkommen, ihre Vorfahren und ihre Zukunft. Und das ist sehr interessant. Und ich finde es wichtig, dass wir uns alle miteinander, füreinander interessieren und mit der Kunst der anderen Länder auseinandersetzen. 因为我看到这三个艺术家的作品，他们在作品里面就是展现了时间不三个不同的维度，从时间的顺时性到时代性，再到历史性，分别就是描绘了他们自己理解中的时间。顺时性对应着私人的记忆，时代性对应着时代精神，然后历史性就对应着一个文化符号。比如说，这里面我们就看见了。 陈志光老师的蚂蚁系列的作品，蚂蚁它作为一个群居的生物，它是具有一种集体精神的，它就是，而且陈志光老师用这种钢铁的材料，就也象征着蚂蚁的一种坚硬的意志力，就是。 从一个社会性的角度出发，他就描述了一个集体在迁徙时代里面的集体精神，所以这就是我的。这个展览的就是一个想法，是来源于冯骥才先生的一句话，叫"岁月诗与为时能言"，这是冯老站在贺兰山岩画面前的一个感悟，就是感悟岁月都时间无声的流逝，然后但是山石永远在那里面，就是永远都站在那里给后人讲述着历史的故事。然后这样也让我想到了一个艺术的它的一个材料性对于时间记录时间这一个的重要作用，所以这就是我的策展的想法。